Hallo meine Lieben, herzlich willkommen in meiner Küche. Heute zeige ich euch, wie man eine selbstgemachte Tahinpaste macht. Tahinpaste ist eine Sesampaste. Hier haben wir 200 Gramm, habe ich beim Türken gekauft. Die kommen jetzt in eine Pfanne, werden goldgelb angebraten. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir hier ein richtig gutes Olivenöl von einer sehr guten Freundin aus Italien. Das sind etwa 120 Milliliter. Das stellen wir erstmal beiseite und rösten hier erstmal die Sesamkörnchen an. So, dann haben wir die geröstet, den Sesam. Jetzt geben wir das Olivenöl hinzu. Ich warte erst noch mal, gebe nicht die ganze Menge rein. Werde aber definitiv noch was reinmachen. Das Ganze wird jetzt püriert. So, meine Lieben, sieht die Tahinpaste jetzt aus. Sie ist noch etwas flüssig. Das wird noch alles andecken. Und mit einem Teil davon habe ich jetzt schon leckeren Hummus gemacht. Ist super einfach. Ich habe aber etwas mehr Olivenöl benutzt, ein bisschen mehr wie 120 Milliliter. Das waren jetzt etwa 160, 170. Kommt halt drauf an. Und ja, probiert es aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.